Morgen. Guten Morgen. Morgens um 8 schon hier gewesen. Ich bin schwer beeindruckt. Verteidigungsausschuss. Ja, Verteidigungsausschuss, genau. Ja, meine Damen und Herren, es war mir sehr wichtig, heute dem Verteidigungsausschuss persönlich zur Brigade Litauen zu berichten. Ich hatte das eigentlich schon vor am 20. September, konnte wegen einer Corona-Infektion das leider dann nicht selber machen, wollte es aber selbst machen, deswegen haben wir es verschoben. Die Stationierung einer ganzen Brigade in Litauen ist, das kann man ohne Übertreibung sagen, das sichtbarste Leuchtturmprojekt der Zeitenwende. Wir treiben die Vorbereitungen sehr energisch voran, zusammen mit unseren litauischen Partnern, und wollen diese Vorbereitungen in Form einer Roadmap bis Ende des Jahres abgeschlossen haben. Mit den Beschlüssen heute legen wir die Fähigkeiten und Rahmenbedingungen fest. Es wird sich handeln um eine schwere Kampfbrigade des deutschen Heeres. Und um es gleich aber zu sagen und allen Missverständnissen zu begegnen, es geht nicht darum, dass eine bestehende Brigade aus Deutschland 1:1 nach Litauen verlegt wird. Aber die Brigade wird aus bereits in Deutschland bestehenden Elementen zusammen aufgestellt und dann in Litauen zusammengeführt. Zur Kampftruppe kommen Unterstützungskräfte dazu, wie das notwendig und üblich ist. Sanitätskräfte und Logistik, Feldjäger, IT-Personal, Verwaltung und noch einiges mehr. Erst nach Abschluss der Planung, also bis Ende des Jahres, wird dann absehbar sein, welche Truppenteile aus welchen Standorten in Deutschland einen Beitrag leisten werden. Fest steht, und auch das ist wichtig, die Brigade in Litauen wird fester Bestandteil der Division 2025, die wir für die NATO bei der NATO eingemeldet haben. Was brauchen wir für die NATO? Was brauchen wir für die Brigade? Was ist Voraussetzung dafür, dass wir dort arbeiten können und unseren Auftrag erfüllen können? Es braucht Übungsmöglichkeiten, es braucht Unterbringung in jeder Form, Instandsetzungseinrichtungen, Lagerkapazitäten für Munition und Betriebsstoff und ganz wichtig, bei dauerhafter Stationierung einer deutschen Brigade in Litauen ist die Attraktivität für unsere Männer und Frauen und eben deren Familien von besonderer Bedeutung und liegt mir besonders am Herzen. Daher wird es bei den Stationierungsentscheidungen mit der litauischen Seite immer auch im Hinblick auf die Infrastrukturplanung um Aspekte gehen wie Wohnungen und Schulen, Kindergarten und Arbeitsplätze. Wir sind mit der litauischen Seite einig, dass es keine Diffusion der Truppenbestandteile in Litauen geben soll. Einerseits, um das gemeinsame Üben zu gewährleisten und andererseits auch im Sinne der Attraktivität die Verbände nicht auseinanderzuziehen. Das heißt, es wird sich konzentrieren auf die beiden Städte Vilnius und oder Kaunas. Auch das ist wichtig und hat große Vorteile. Zum einen, was Wohnungsangebote angeht, Kultur, Einkaufsmöglichkeiten, Nähe zu Flughäfen und nicht zuletzt auch für die Familienangehörigen im Zweifel der Wunsch nach geeigneten Arbeitsplätzen. Es wird Bundeswehrangehörige als Teile dieser Brigade geben, die umziehen werden. Andere werden pendeln. Auch das ist vorgesehen. Und zur Struktur der Brigade vielleicht noch Folgendes. Es wird einen neu aufzustellenden Nukleus geben mit dem Brigadestab. Das alles wird in den nächsten Monaten dann seinen Anfang nehmen. Gleichzeitig werden bestehende Teileinheiten und Einheiten aus Deutschland nach Litauen dann verlegt werden. Wie ist jetzt der Zeitplan nach heutigem Stand? Im zweiten Quartal, also bis Ende des Jahres, wird es die Roadmap geben. Im zweiten Quartal 2024 wollen wir ein Vorkommando in Litauen haben. Im vierten Quartal spätestens einen Aufstellungsstab. Und es wird eine schrittweise Verlegung der Brigade nach Litauen erfolgen, in Abhängigkeit und quasi synchron zur Fertigstellung geeigneter Infrastruktur. Wir wollen bis Ende nächsten Jahres aller Voraussicht nach eine niedrige dreistellige Zahl von Soldatinnen und Soldaten dort haben. Wir werden die bereits dort stationierte EFP Battle Group mittelfristig integrieren. Sie wird Bestandteil werden und 2025 wollen wir die Brigade formell in Dienst stellen. Damit keine Missverständnisse entstehen, das heißt nicht zwangsläufig, dass 2025 eine Brigade mit 3.500 Soldatinnen und Soldaten und allem, was dazugehört, in Litauen sichtbar werden wird. Das wird definitiv nicht der Fall sein, aber sie wird formal stationiert sein, sie wird einen Kommandeur haben und sie wird aufwachsen, so wie die Infrastruktur es tut. Wir sind in sehr guten Gesprächen mit unseren norwegischen und den niederländischen Partnern, ob sie sich an der Brigade mit kleineren Einheiten beteiligen wollen. Und das bedeutet nicht umgekehrt, dass es eine internationale Brigade ist, sondern eine Brigade mit internationalen Bestandteilen.
Ein Wort zu unseren litauischen Partnern. Ich bin wirklich sehr angetan, aber auch nicht überrascht über die Dynamik und die Energie, mit der die litauischen Freunde hier zur Sache gehen. Die Bagger sind sichtbar, die Planierraupen sind sichtbar, das Geschehen geht voran. Das ist gut so und macht Mut für unseren gemeinsamen Zeitplan. Das Engagement auf litauischer Seite könnte nicht höher sein. Diese Roadmap, von der ich sprach, wird dann festlegen, an welchen Standorten was gebaut wird. Dann folgt die Weisung zur Stationierung. Zusammengefasst kann man also sagen, die dauerhafte Stationierung der deutschen Brigade ist ein Großprojekt. Es ist das größte Projekt in der Geschichte der Bundeswehr. Eine Stationierung dieser Größenordnung hat es noch nicht gegeben, dauerhaft nicht gegeben. Das muss man deutlich unterstreichen. Deswegen appelliere ich an alle, die wie ich auch Ungeduld an den Tag legen, wann ist es denn soweit, wann sieht man denn was. Das braucht etwas Zeit und Sorgfalt und Transparenz, auch gerade im Verhältnis zur Truppe, auch gerade im Verhältnis zur NATO und zu unseren litauischen Partnern sind hier Werte, die für mich von besonderer Bedeutung sind. Gleichzeitig bedeutet die Stationierung einer solchen Brigade aber auch, dass Deutschland zu seiner besonderen Verantwortung steht und dieser gerecht wird, indem wir für den Schutz der Ostflanke einen wesentlichen Beitrag leisten und das in Abstimmung, um das deutlich zu sagen, mit der NATO, mit dem Einverständnis der NATO. Wir stärken damit einerseits die Kampfkraft in einer Ecke Europas an der Ostflanke, wo Litauen eingeklemmt ist gewissermaßen zwischen Kaliningrad und Belarus. Eine Situation, die in besonderer Weise exponiert ist. Und deswegen ist es wichtig, dieses Zeichen zu setzen, das mehr ist als ein Zeichen. Es ist Verantwortung, wahrgenommene Verantwortung vor Ort. Und gleichzeitig ist es eine beachtliche gemeinsame Kraftanstrengung in Zeiten, in denen es ohnehin viel zu tun gibt. Aber eine, die wir meistern werden, die wir gemeinsam meistern werden mit unseren litauischen Freunden. Und ich will das deutlich sagen, auf die Bundeswehr wird hier Verlass sein. Heute Nachmittag werde ich die Kommandeure des Heeres darüber informieren. Ich werde dazu nach Munster reisen und heute Abend im Rahmen des Verteidigungsministertreffens in Brüssel im 3+3-Format auch ausführlich darüber reden mit Großbritannien und Kanada als den beiden anderen Rahmennationen und Estland und Lettland, den beiden anderen Gastgebernationen. Vielen Dank soweit für Ihr Interesse. Herr Minister. Ob sie bröckelt, wird sich zeigen. Ich bin nach wie vor zuversichtlich, dass es große Pakete geben wird. Unseres von gestern ist eines mit 1 Milliarde für den Winter. Wir werden nicht locker lassen im Rahmen unserer Fähigkeiten. Ich vermute das bei den Amerikanern auch. Wir befinden uns in den Vereinigten Staaten im Vorwahlkampf. Das hinterlässt immer Spuren in solchen Auseinandersetzungen. Das erleben wir anderswo auch. Ich hoffe sehr, wir werden alles dafür tun, gemeinsam mit unseren Partnern, dass die Unterstützung nicht bröckelt. Wie viele Soldaten werden umziehen nach Litauen und wie viele werden pendeln und wie hat man sich das Pendeln vorzustellen? Sind das Wochenendpendler dann? Sie gehören auch zu den Ungeduldigen, ja? Ist schön. Das sind alles Fragen, die wir jetzt klären müssen. Das hängt davon ab, wer sich freiwillig meldet, wie viele sich freiwillig melden. Ich habe ein großes Zutrauen, dass wir genügend Männer und Frauen finden werden, die das freiwillig tun. Die Umfrage, von der immer gesprochen worden ist, hat es nie gegeben. Es hat eine lockere Abfrage mal hier oder da gegeben, mehr zufällig. Und von dann wird entschieden, je nach Abhängigkeit, auch wie die Infrastruktur aufgebaut ist. Am Anfang wird es vielleicht mehr Pendler geben, später mehr Feststationierte. Das werden jetzt die Beratung und Planung der nächsten Monate ergeben. Aber Freiwilligkeit bleibt das Prinzip? Bleibt das erste Prinzip, aber am Ende zählt das Ergebnis. Und wenn es nicht klappt mit der Freiwilligkeit, also wenn die Bereitschaft nicht groß genug ist, dann könnte... Ich hege diese Zweifel an der Freiwilligkeit nicht und für den Fall B werden wir uns damit beschäftigen. Herr Minister, nochmal zum Nahen Osten. Wenn die Sicherheit Israels zur deutschen Staatsräson gehört, was bedeutet das mittelfristig? Muss sich Deutschland darauf einstellen, auch tätige Hilfe zu leisten, womöglich auch militärische Unterstützung zu leisten? Also ich stehe mit meinem Freund und Kollegen Joachim Galan seit dem Wochenende im SMS-Austausch, also nicht wörtlich SMS, sondern im Nachrichtenaustausch. Ich habe ihm Unterstützung angeboten, genauso wie wir das seitens der Bundesregierung gegenüber dem Militärattaché der israelischen Botschaft in Berlin getan haben. Beide haben bislang gesagt, dass sie keine Unterstützung brauchen, militärischer oder technischer Art. Es geht um politische Unterstützung, die wird nach wie vor von uns erbeten, aber die ist ja auch, steht ja auch außer Frage. Und soweit wir humanitär helfen können, steht das Angebot im Raum, wird aber bislang nicht abgefragt.
Herr Minister, noch mal eine Frage zu der Brigade. Sie haben jetzt über die Soldaten gesprochen, auch dass die Einheiten noch nicht klar sind. Das ist verständlich. Eine andere wichtige Frage wird ja das Material für die Truppe sein. Schon jetzt sind die Kampfeinheiten des Heeres, sagen wir mal, deutlich überdehnt. Und wenn man sich ein bisschen da umhört, hört man auch immer wieder, aus dem bestehenden Material werden wir die neue Brigade nicht bestücken können. Dieses Material müsste ja eigentlich jetzt schon bestellt werden, wenn es dann in ein, zwei Jahren verfügbar sein soll. Also erstens haben wir ja schon einiges bestellt in den letzten 6 Monaten, was vorher nicht bestellt war. Aber viel wichtiger ist ein anderer Hinweis, wie ich gerade schon sagte, es wird eine neue Brigade sein, aber nicht neu aufgestellt. Das heißt, sie wird bestehen aus Bestandteilen anderer Einheiten in Deutschland, einschließlich Personal und Material. Und das wird dann entsprechend wieder aufgefüllt werden, da wo Material fehlt. Aber insgesamt vergrößert sich die Zahl der Brigaden nicht, beziehungsweise sie vergrößert sich, sorry, aber aus den bestehenden Teilen in Deutschland. Anschließend an die Frage nach Material. Fluggeräte gehören auch zum essentiellen Teil dieser Brigade. Was für einen Ausblick können Sie uns da geben? Wie geht es mit dem Einbau der Fluggeräte weiter? Was werden Sie an Strukturen entsprechend nach dieser Erfahrung ändern? Ja, Sie haben ja den Bericht sicherlich alle gelesen. Der war ja schneller auf den Schreibtischen, als man sich das manchmal vorstellen kann. Der ist sehr ausführlich, er macht 2 Dinge klar. Erstens, die Entscheidung für diese Funkgeräte war und bleibt richtig. Und zweitens, es ist massiv unterschätzt worden von allen Beteiligten, von der Industrie bis zum BAHN-BW, bis ins BMVG hinein, welchen Integrationsaufwand hier man gewährleisten würde müssen. Das ist ein schwerer Fehler, der dazu führt, dass wir jetzt eine Verzögerung haben. Aber nichts daran ändert, dass wir erstens die Funkgeräte brauchen, auch um die gemeinsame NATO-Kommunikation in den nächsten Jahren digital sicherzustellen. Und zweitens nichts daran ändert, dass wir die NATO-Division 2025 pünktlich, interoperabel, kampffähig und kommunikationsfähig zur Verfügung stellen werden, so wie zugesagt. Es ist vor allen Dingen ein selbstkritisches Papier des Hauses. Und darauf lege ich Wert, das festzustellen. Dieses Haus versteht jetzt, dass man Fehler machen kann, aber dass man zu ihnen stehen muss und dass man sie aufarbeiten muss und dass man sie zur Kenntnis geben muss, denjenigen, die die Verantwortung tragen. Das haben wir sehr nachdrücklich, Sie können sich vorstellen, auch anhand meiner Art zu sprechen, dass das unmissverständlich geworden ist. Personelle Konsequenzen sind die eine Sache. Viel wichtiger ist, dass die Strukturen und das Denken sich ändert. Und da bin ich sehr zuversichtlich, dass diese Erfahrung, die jetzt einige gemacht haben, im Umgang mit dieser Geschichte dazu führt, dass uns das nicht wieder geschieht. Eine Frage zur Brigade in Litauen. Sie haben gerade von der Kooperation gesprochen mit Norwegen, mit den Niederlanden und von 3.500 Männern und Frauen. Das heißt, wir kriegen die 4.000, die es ja immer gegen uns selber gar nicht zusammen. Nein. Das wäre grob falsch. Also erstens reden wir bei einer Brigade von 3.500 bis 4.000. Es gibt keine starre Zahl für eine Brigade. Punkt 1. Punkt 2 ist, wir bieten an, um international operabel zu sein, die Beteiligung anderer. Das macht Sinn, das machen die Kanadier auch, ohne dass das deswegen eine internationale Brigade werden wird. Herr Minister, Sie haben gerade noch mal über Ihren Kontakt gesprochen mit dem israelischen Verteidigungsminister. Haben Sie mit ihm auch schon mal zumindest das Thema Geiseln angesprochen? Da gibt es ja nicht nur, also es gibt auch ein paar deutsche Geiseln in der Hand der Hamas, aber auch viele andere internationale. Haben Sie ein Gefühl gewonnen, ob die Israelis diese Geiseln noch retten wollen oder werden sie eine Bodenoffensive beginnen, obwohl die Geiseln noch in der Hand der Hamas sind? Dazu werde ich keinen Kommentar abgeben. Sie kennen den Sachstand der Entscheidung. Aktuell gibt es keine Entscheidung zu den Taurus-Marschflugkörpern. Herr Minister, es hat in letzter Zeit einige Fälle von sexueller Belästigung in der Truppe gegeben. Sind das Einzelfälle oder steckt da mehr dahinter und besteht Handlungsbedarf? Also Handlungsbedarf besteht zunächst mal in jedem Einzelfall und das haben wir konsequent gemacht, sofort und unverzüglich. Es gibt außerdem einen neuen Erlass zum Umgang mit sexuellen Belästigungen, den wir vor 14 Tagen, glaube ich, rausgegeben haben und der sehr deutlich für alle Ebenen regelt, wie darauf zu reagieren ist.
Wir reden über einen Personalkörper von rund 270.000 Menschen bundesweit. Das ist eine relativ große Großstadt für deutsche Verhältnisse. Ich würde nach wie vor davon ausgehen, dass es Einzelfälle sind. Es gibt jedenfalls kein strukturelles Problem. Aber jeder Einzelfall ist einer zu viel. Und deswegen müssen sie klar und konsequent geahndet werden. Und vor allen Dingen darf nichts unter den Teppich gekehrt werden. Das schulden wir den Frauen in der Truppe und in der Bundeswehr. Und deswegen werden wir da auch in Zukunft keinen Zweifel an unserer Entschlossenheit zulassen. Noch eine ganz kurze Nachfrage, Herr Minister, zu Israel. Jetzt gibt es ja die ersten Evakuierungsflüge mit Hilfe der Lufthansa. Es könnte sein, dass sich die Situation Richtung Wochenende sehr stark zuspitzt, wenn die Bodenoffensive beginnen sollte oder es eine zweite Front gibt aus dem Libanon. Sind Sie da auch in Gesprächen, dass eventuell da auch seitens der Bundeswehr Flüge notwendig werden können? Also das ist jetzt nicht meine vorrangige Baustelle, wie die Menschen aus Israel herauskommen. Ich bin darüber natürlich in Gesprächen beziehungsweise meine Mitarbeitenden mit dem Auswärtigen Amt. Das ist eine Entscheidung des Auswärtigen Amtes. Bislang gehen Flüge, Zivilflüge in ausreichender Zahl wieder raus. Alle hatten und haben die Möglichkeit, sich in die allen bekannte Elephant-Liste einzutragen. Das hat ein kleinerer Teil getan. Soweit ich weiß, ist das Auswärtige Amt, aber das bitte ich Sie dann da doch mal nachzufragen, daran die 17 Schulklassen oder mehr schnellstmöglich rauszuholen. Wir stehen jederzeit bereit zu tun, was zu tun ist, wenn die Lage in Israel und die außenpolitische Einschätzung von Kanzleramt und Auswärtigem Amt das hergeben. Wenn es jetzt mehr militärische Unterstützung des Westens für Israel gibt, ergeben sich daraus Defizite bei der Unterstützung der Ukraine, insbesondere was Munition angeht? Bislang zeichnet sich das für uns nicht ab, weil Israel bei uns keine materielle Unterstützung abgefragt hat. Aber auf amerikanischer Seite ist das schon so, ne? Auf der amerikanischen Seite scheint es so zu sein, ja. Aber bislang lässt sich daraus kein Engpass für die Ukraine ableiten. Okay, vielen Dank für Ihr Interesse.